بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Taysir al-Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Quran von Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Im letzten Unterricht haben wir das Kapitel über das Fasten abgeschlossen, in dem der Autor rahimahullah die Verse erwähnt hat und erklärt hat über das Fasten. Und heute werden wir mit der Erlaubnis Allahs einen neuen Abschnitt, ein neues Kapitel beginnen, und zwar das Kapitel über die Hajj, über die Pilgerfahrt. Der Autor rahimahullah erwähnte hier in diesem Kapitel die Verse, in denen es um diese Pilgerfahrt geht. Und der erste Vers, den er erwähnt hat, ist die sinngemäße Aussage Allahs, in der es heißt: Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Das ist der erste Vers von Surat Ali Imran, den der Autor in diesem Abschnitt erwähnt hat. Der Autor, rahimullah, sagte, nachdem Allah sagte, und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala vor diesem Vers sinngemäß, das erste Haus, das für die Menschen errichtet wurde, ist wahrlich das in Bekka. Und Bekka ist ein anderer Name für Mekka. Als gesegnetes Haus und als Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin sind klare Zeichen. Es ist der Standort Ibrahims. Und wer es betritt, ist sicher. Das sagte Allah subhanahu wa ta'ala vor diesem Vers, den der Autor erwähnt hat, in dem es heißt, dass es Allah gegenüber den Menschen zusteht, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause verrichten. So sagte der Scheich, dass in diesem Vers, der davor kommt, ein Hinweis ist auf die Weisheit und die Geheimnisse und die Nutzen und den Segen, die verschiedenen Arten vom Segen, welche in diesem gewaltigen Haus sind. Beziehungsweise, welches dieses gewaltige Haus beinhaltet. Er sagte, und weil diese Tatsache dazu aufruft, dieses Haus auf die höchste Art und Weise hochzuschätzen, so wie es möglich ist, aus diesem Grund machte Allah subhanahu wa ta'ala die Pilgerfahrt zu diesem Haus zur Pflicht. Er machte es zur Pflicht. Und befahl, zu diesem Haus zu pilgern. Um was zu tun? Er sagte, um die Riten zu verrichten, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtete und seine Umma lehrte. Also was? Die Hajj verrichtete. Wie viel Mal verrichtete er die Hajj? Einmal. Er sagte, und er befahl ihnen, ihre Riten von ihm zu nehmen. Und hier deutet der Autor, rahimahullah, auf den Hadith hin, den Muslim überlieferte von Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, in dem es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr sollt von mir eure Riten nehmen.
nämlich was die Riten des Hajj. Er sagte, rahimahullah, so machte er es zur Pflicht für den, der dazu in der Lage ist. Für den, der dazu die Möglichkeit hat. Denn was bedeutet es, die Möglichkeit haben, nach Mekka zu pilgern? Der Scheich erklärte und sagte, indem, dass er in der Lage ist, fähig ist, dorthin zu gelangen. Wohin? Nach Mekka zu gelangen. Und zwar mit irgendeinem möglichen Fortbewegungsmittel. Heutzutage, alhamdulillah, ist das leicht. Flugzeug, kommt man in Jeddah an, mit dem Auto, man ist dort. Ein paar Stunden. Früher ritten sie auf Pferden, auf Kamelen oder gingen zu Fuß. Sie brauchten dafür Tage oder Wochen oder Monate, um nach Mekka zu gelangen. Derjenige, der früher die Reise antrat, um nach Mekka zu pilgern, schrieb sein Testament. Warum? Weil viele nicht mehr zurückkamen. Wegelagerer, Raubtiere, Krankheiten, tödliche Krankheiten, denen man erlitt. Und so weiter. Viele, sie schrieben ihr Testament. Und der von der Hajj zurückkam, war, als ob er neugeboren wurde. In der Lage zu sein, die Pilgerfahrt zu verrichten, bedeutet, dass man ein Fortbewegungsmittel hat, welches die Person nach Mekka bringt. Dass man dazu in der Lage ist, dorthin zu gelangen. Er sagte, und Versorgung. Dass man die Versorgung hat, mit der man die Reise vollziehen kann. Und so erklärten die Ulema, was bedeutet, in der Lage zu sein, die Hajj zu verrichten. Sie sagten was? Die Versorgung und das Reittier. Wenn du diese zwei Dinge hast, bist du in der Lage, die Hajj zu verrichten. Bei der Frau erwähnten sie, die Ulema, noch eine dritte Bedingung, so dass sie in der Lage ist, die Hajj zu verrichten. Das ist was? Mahram. Wenn sie dafür was? Eine Reise antreten muss. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass eine Frau ohne Mahram reist. Der Scheich sagte, und dies ist die größte Bedingung für die Pflicht der Hajj. Was ist die größte Bedingung? Genau, und in der Ayah wurde es wie erwähnt? Die Möglichkeit zu haben. In der Lage zu sein, ist die größte Bedingung für die Pflicht der Pilgerfahrt. Was heißt das? Das bedeutet, dass derjenige, der nicht in der Lage ist, dass die Hajj für ihn gar nicht verpflichtend ist. Wenn eine Frau keinen Mahram hat, mit der sie reisen kann, um die Hajj zu verrichten, ist die Hajj nicht Pflicht für sie. Einige Frauen, die unwissend sind über diese Tatsache, sind sehr bestrebt nach dem Guten. Sie wollen die Hajj verrichten. Sie wollen die Hajj verrichten, weil es eine gewaltige Pflicht ist. Und sagen, nein, ich gehe auch alleine. Ich muss diese Pflicht erfüllen. Nein, die Pilgerfahrt ist gar nicht Pflicht für dich, wenn du keinen Mahram hast. Das heißt, derjenige, der stirbt
ohne in der Lage gewesen zu sein, die Hadsch zu verrichten, so wird er dafür gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Warum? Weil es keine Pflicht für ihn war. Es heißt ganz klar, Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Und wer keine Möglichkeit hat, für den ist es keine Pflicht. Er sagte, und in diesem Vers ist ganz deutlich die Pflicht der Hadsch. Die Pflicht der Hadsch. Niemand verneint die Pflicht der Hadsch außer ein Kafir. Oder ein Unwissender, der neu zum Islam gekommen ist und noch nichts über den Islam weiß. Oder jemand, der weit weg von den Muslimen und den Gelehrten lebt und nichts weiß über den Islam. Warum? Die Pflicht der Hadsch weiß jeder. Kennt jeder. Die Hadsch ist von den Säulen des Islams. Er sagte, in diesem Vers ist deutlich die Pflicht der Hadsch. Er sagte, und dass der Islam sowie der Iman eines Dieners, der zu Hadsch die Fähigkeit hat, nicht vollständig sind, außer wenn er die Hadsch verrichtet. Außer wenn er die Hadsch verrichtet, ist der Islam und der Iman eines Dieners vollständig, wenn er dazu in der Lage ist. Er sagte, und darin in diesem Vers ist ebenfalls, dass Allah seinen Dienern die Pilgerfahrt aus Barmherzigkeit von ihm aus, ihnen gegenüber, zur Pflicht machte. Und damit er ihnen die besten Nutzen zukommen lässt. Und damit sie das höchste Anliegen erreichen. Allah subhanahu wa ta'ala, er befiehlt uns diese Befehle nur für unseren eigenen Nutzen. So sag nicht, wenn du hörst, das ist Pflicht. Das hat Allah befohlen. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen. Sag nicht, ach warum. Nein, freue dich und akzeptiere diese Befehle mit offenem Herzen und mit Zufriedenheit. Denn in ihnen ist dein Nutzen. In ihnen ist dein Wohl. Das höchste Anliegen wird durch das Verrichten dieser Befehle erlangt. Und das ist was? Die Zufriedenheit Allahs. Der Eintritt in das Paradies. Und die Errettung vor dem Feuer. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala befahl uns all diese Befehle und diese Gebote für unseren eigenen Nutzen. Er sagte, und wenn nicht, dann ist Allah unbedürftig gegenüber den Weltenbewohnern und ihrem Gehorsam. Allah braucht nichts von seiner Schöpfung. Allah braucht nicht unseren Gehorsam. All dies ist nur für uns. Wenn sich die Leute abwenden, so braucht Allah niemanden von der Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist abhängig von Allah und bedürftig gegenüber Allah, während Allah unbedürftig ist gegenüber der ganzen Schöpfung. Darum sagte er, rahimahullah, wer also ungläubig wird oder ungläubig ist und nicht das Gesetz Allahs einhält,
so ist er ein Ungläubiger. Und der schadet niemandem außer sich selbst. Dieser Satz entnahm er aus der Aussage Allahs, in der es sinngemäß heißt: Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Dieser Satz wurde im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Hajj erwähnt. Und einige der Gelehrten hatten die Meinung, dass derjenige, der die Hajj nicht verrichtet, obwohl er dazu in der Lage ist, dass er ein Kafir ist, dass er kein Muslim ist. Warum? Wegen diesem Vers. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah, der Weltenbewohner, unbedürftig. Und es wird gesagt, dass diejenigen, die diese Meinung hatten, dass an ihrer Spitze Umar ibn Khattab ist. Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Warum sagten sie das? Weil es überliefert wurde, dass er sagte: Derjenige, der in der Lage ist, die Hajj zu verrichten und sie nicht verrichtet, so ist es egal, ob er als Jude oder Christ stirbt. Und das Offensichtliche von dieser Aussage ist was? Dass er sagt, dass diese Leute keine Muslime sind. Ebenfalls wurde überliefert und erwähnt, dass Al-Hasan al-Basri rahimahullah diese Meinung hat. Dass derjenige, der in der Lage ist, die Hajj zu verrichten, es aber nicht tut, dass er ein Kafir ist. Die Mehrheit der Gelehrten aber haben gesagt, dass mit diesem Vers, mit dieser Aussage, wer aber ungläubig ist, dass damit der gemeint ist, der die Pflicht der Hajj leugnet. Der die Pflicht der Hajj was? Leugnet. Weil das ist Kufr. Aber nicht die Hajj zu verrichten, obwohl man in der Lage ist, ist eine große Sünde. Wie haben sie dann auf die Aussage von Umar ibn Khattab geantwortet, in der es heißt, es ist egal, ob er als Jude oder Christ stirbt? Sie haben gesagt, darin ist eine harte Drohung für die Person, die in der Lage ist, die Hajj zu verrichten, es aber nicht tut. Und dass diese Person einer gewaltig großen Gefahr entgegengeht. Durch diese Tat, durch dieses Unterlassen dieser gewaltigen Pflicht, obwohl er dazu in der Lage ist. Das ist die Meinung was? Der Mehrheit der Gelehrten. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir im nächsten Unterricht mit dem nächsten Vers weitermachen, den der Autor in diesem Abschnitt erwähnt hat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.